Horstlichters-Experten sind immer auf der Suche nach spannenden Raritäten. Andreas Dietz hat eine handgefertigte Gitarre mitgebracht. Die lag leider einige Jahre im feuchten Keller. Und das ist Gift fürs edle Holz. Dieses Schmuckstück, das ist eine Viviana Jazz-Gitarre. Ne? Und so wie ich über diese Gitarre mich vorab informiert habe, wurde die handgemacht. Und zwar in Andalusien, ne? In Spanien. Ne? Mit solch exklusiven Musikinstrumenten kennen sich unsere Experten nicht aus. Gitarrenspezialist Gregor Imbusch unterstützt deshalb heute Horsts Expertenteam. Wahnsinn. Ist das dein einziges Instrument? Nein, ich habe mehrere. Wie viele? Also 8. Ui, hat die Gitarre eine schöne Geschichte? Ja, das war vor einigen Jahren. Da bin ich mit meiner Schwester, mit der Freundin von ihr. Wir sind da nach Marienburg, Tschechien. Mhm. Da meine Schwester und die Freundin von ihr sich da eine Massage von einem gewissen Michaela machen ließen. Und ja, irgendwie sind wir da auf das Thema gekommen, Gitarre. Dann haben gesagt, okay, ich spiele Gitarre. Dann sagt sie, ja, ich auch ein bisschen, aber ich habe eine schöne Gitarre. Ne? Eine Gibson, sag ich, nee, das kann doch nicht sein. Gibson, das sagt mir auch schon was. Ja, ja. Und dann sage ich, das glaube ich dir nicht, dass du eine Gibson hast. Und dann sagt sie, doch, sie hat mir die gezeigt, sie hat sie ausprobiert, gespielt. Dann sagt sie, oh, du spielst schön. Na ja, gut, für den Hausgebrauch, ne? Und daraufhin sage ich, ja, willst du die verkaufen? Sagt sie, eigentlich nicht, ne? Dann sagt sie, ach, weißt du was, ich schenke sie dir. Ach, und jetzt verkaufst du sie vielleicht? Jetzt, wenn ich sie verkaufe, habe ich mir selber gesagt, die weiß ja von gar nichts. Ja. Ich möchte sie dann auf jeden Fall finden, die Michaela, und mit ihr das Geld teilen, ganz einfach, ne? Jetzt möchte ich aber wissen, einmal von dir, Oliver, Einschätzung, und dann fragen wir den Spezialisten noch mal intensiv. Was ist das für eine Gitarre? Die Gitarre wird aus den 40er Jahren sein. So eine Art Jazz-Gypsy-Gitarre. Ja, und das ist das, was ich wirklich dazu sagen kann. Herr Gregor wird da ein bisschen mehr. Gregor, dann schieß mal los. Typischer Artstopf, wie es vor 100 Jahren modern wurde. Ja. Massive Fichte für die Decke. Gewölbt, daher kommt der Begriff Archtop gewölbt. Ja. Und sie hat auch einen hervorragenden geflammten Rücken. Sieht der Boden sehr schön aus, ja. Und ebenso die Zargen. Das Eigengewicht der Gitarre ist recht leicht für die, ja, Größe, spricht für massive Hölzer. Mhm. Die Halskrümmung hat gelitten und insgesamt müsste man den Steg etwas bearbeiten, damit man sie besser spielbar bekommt. Ja. Aber das heißt also, sie verlangt schon eine Nacharbeit, aber sie ist machbar, sie ist nicht ruiniert. Sie ist machbar. Sie ist für ihr Alter gut erhalten, sie hat keine Risse in der Decke oder im Boden, die Beleistung ist stabil, also das Innenleben, ja, was aufwendiger zu reparieren wäre, aber das ist alles in Ordnung. Und von daher reicht die Preisspanne schon von 100 bis 1000 Euro. Ja, von 100 bis 1000, auch wenn man investieren müsste. Ja. Das heißt also, wenn ein Händler sie kauft, er muss sie natürlich verkaufen können, er müsste noch mal investieren. Dann liegt der Händler-Einkauf, würde ich jetzt mal spontan sagen, zwischen 150 und 300, maximal 400. Ja. Wäre das so korrekt oder liege, ja, ich da ganz falsch? Das ist schon realistisch. Ist realistisch. Ja. Pass auf, ihr guckt die euch noch ein bisschen in Ruhe an. Du würdest sie dafür weggeben? Ja, so in der Preislage. Würdest du machen? Ja. Pass auf, dann gebe ich dir schon mal, alleine, weil ich nachher noch mal hören möchte, die Karte. Instrumente, die nicht gerade mit den namhaften Herstellern oben auf dem Kopf prangen, sind gemeinhin nicht so hoch angesetzt im Preis. Wenn sie technisch einwandfrei wäre, hätte man mit Sicherheit auch sagen können, ja, das wird vierstellig wert. Das ist gute Handarbeit. Eigentlich bin ich ganz locker drauf. Im Grunde genommen ist es mir wirklich völlig wurscht, ne, über die Summe. Ich lasse mich einfach überraschen und glaube, das ist das Beste, oder? 400 Euro könnte die Jazzgitarre bringen. Aber erkennen die Händler den Wert dieser feinen Handarbeit? Guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, das ist ja ganz was Schönes, was wir mitgebracht haben. Könnt ihr damit umgehen? Ich denke schon, ich probiere es mal. Dann lass mal hören, was das Ding kann. Thank you.
Ich denke, das reicht. Ja, okay. Wenn die drei Herrschaften fertig sind, ist die nur noch die Hälfte wert. Weil die drehen jetzt überall an den Knöpf und haben sich schon mal vorgestellt, was das Teil erzählen muss. Ich lasse mich überraschen. Na gut, das ist nicht gut. Ja gut, ich biete einen Hunderter. Ich bin bei 150. Was habe ich hier? Das Holsterteil hier. Wie seid ihr drauf? Da fehlt. Das ist ja nichts Juristin. Ich habe zwar keine Ahnung davon, 170 Euro. Ich gehe 200. 200. Ja, da ist es aber schon eng bei mir jetzt. Weil ich habe absolut keinen. Ich weiß ja, was ich damit machen soll. Wie sieht es denn aus mit 200? Wären Sie da zufrieden? Nein. Nein? Nein. Dann sage ich 220. Auch nicht. Auch nicht. Müssen wir schon ein bisschen. Also, dann wollen Sie richtig Geld dafür haben. Verkauf kriegen Sie mehr. Mir gefällt es einfach. Es ist ein wirklich richtig schönes Stück. 3,50 und ich nehme das so schon mal sofort. Ja. Top. Ja, wer kann das ja auch. Das ist super. Also das, da kann ich schon etwas damit anfangen, ne? Hand drauf. Bietet sonst niemand mehr? Ich bin raus. Ich raus. Belassen, Fabian. Ja. Und der Herr? Nein, danke. Die Dame? Also 350 schon. Nee, ja, das ist ein guter Preis, 350. Ja, und es kommt wirklich in gute Hände. Ja. Bitte schön. Haben Sie einen guten Kauf gemacht? Verkauf. Das Falsche mit dem Händler war nicht einfach, war super, aber ganz fair ist es also verlaufen. Also ich bin sehr zufrieden. Thank you.